Hallo liebe Fußballfreunde und liebe Tauchfamilie, herzlich willkommen hier zum Bundesliga-Tippspiel am Montag mit Uwe. Hallo, seid ihr Grüß-Fans, da sind wir wieder zum Tippen. Ja, ja 21. Spieltag. Jetzt eine Woche Pause gehabt, so gesehen. Ja, ist so, ne? Genau. Ist zwar auch nicht schlecht, aber irgendwie auch blöd. Weil ja Spiele nachgeholt werden, das ist ja auch aktuell ja noch dieser Afrika-Cup. Ja, genau, der läuft auch. Ja. Und deswegen ist jetzt diese also die Woche wieder Fußball. Genau. Für mich leider. Aber jetzt geht es natürlich weiter. Ja. Wir sind wieder am Start. Es gibt tatsächlich an diesem Spieltag zwei feste Tipps. Gehen wir natürlich drauf ein. Deswegen wollen wir nicht viel Zeit verlieren und beginnen gleich mit dem Freitagsspiel, welches heißt Hertha BSC Berlin gegen den VfL Bochum. Oh. Im Hinspiel war es noch, oder in der Runde wohl bemerkt, war es noch ein 3-1-Sieg für Hertha. Ja, stimmt. Wenn man die Hinrunde betrachtet, da hat Hertha viele Hü-Hot-Spiele. Die haben sich ein bisschen gefangen, finde ich. Also die spielen jetzt nicht schlechteren Fußball als andere Mannschaften. Da finde ich jetzt zum Beispiel in Stuttgart leider so eine Mannschaft aktuell, die schlecht spielt. Wolfsburg. Auch schlecht. Augsburg finde ich auch noch mit dazu ziehen. Bielefeld ist eher so eine Mannschaft auch wie Hertha, die auch mal irgendwie gewinnen kann. Ja gut, das kann man vielleicht so bezeichnen. Mal gewinnen sie, mal verlieren sie. Wie soll man das was anderes sehen? Bei den anderen. Das Ding ist, Hertha hat ja auch in Bochum 3-1 gewonnen, muss man bemerken. Jetzt spielt Hertha zu Hause. Ja. Das ist auch nochmal so. Ja, aber jetzt, man muss natürlich dazu sagen, wie gesagt, Bochum hat sich jetzt auch massiv gesteigert. Von daher würde ich jetzt nicht unbedingt davon ausgehen, dass das jetzt so ein klares Ding wäre wie vorher. Ich finde, das kann auch schwer. Ich muss auch mal überlegen. Also ich kann. Aber das sind immer so Begegnungen, da kann man ganz schwer. Also ich nehme ein Tuch, nimmst du... Ja, ich brauche ein Tipp, ich habe ja nichts hier. Doch, ich habe hier auch was, aber das geht nicht so gut. Also, ich habe schon mal meinen Tipp, habe ich jetzt mal, ich lasse das mal so stehen. Ich auch, gut. Dann zeigen wir in 3, 2, 1, 2, 2. 1, 2. Ah, okay. Ich gehe mal auf Bochum. Ich versuch's mal. Judy, machen wir weiter mit der nächsten Begegnung. Ja, mit der nächsten Begegnung ist es Mainz gegen Hoffenheim. Ja. Ja gut, da brauche ich nicht schreiben. Keine Tafeln, denn? Ich habe schon mal einen festen Tipp, oder zumindest habe ich was eingetragen. Ja. Ja. Soll ich schon mal sagen? Ja. Würde ich mal sagen, das ist ein 3-0. Würdest du das auch tippen? Nee, also jetzt zu der jetzigen Zeit würde ich es nicht tippen. Also, ich bin gleich mal gespannt, was du tippen würdest. Ich sage erstmal mein Tipp. Boah, mein Hoffenheim. Ich glaube tatsächlich, mein Spiel zu Hause hat 2-0 in Hoffenheim in der Hinrunde gewonnen. Hoffenheim ist überraschend stark, ist Vierter. Ja, deswegen, also. Ich glaube, ich würde 1-1 tippen. Ja, ich würde jetzt, ich hätte jetzt auch keine 3-0 getippt. Also das ist für mich jetzt auch, nach dem, was ich jetzt immer so gesehen habe. In Unentschieden hätte jetzt gepasst, hätte ich vielleicht auch so eher in diese getippt. Oder wäre in diese Region gegangen. Mhm. Aber gut, wir werden sehen. Das wird überraschen. Hey, wer weiß, vielleicht gewinnt ja meins überraschend 3-0. Ja, gut, auch das ist möglich. Ja. Glaube ich aber nicht so richtig, also zu 100% steht nicht dahinter. Nee. Naja, egal. Gut, da kann ich schon die nächste Begegnung hier wieder ansagen, nämlich Köln gegen Freiburg. 1-1 ist es in der Hinrunde in Freiburg. Boah. Das ist wieder so eine Sache. Das sind Spiele, die sind schwer zu tippen, weil Köln, ja gut, spielen, verlieren mal. Ja, aber und Freiburg genauso. Freiburg ist auch genauso, gewinnen, verlieren, aber spielen auch mal. Hinrunde war ein bisschen stärker, zumindest. Ja. Gut, natürlich mit der Zeit der Saison zeigt sich dann natürlich auch so insgesamt Stärken, Schwächen, so in dem Sinne, aber... Das ist bei Köln aber ja nicht anders, das ist ja auch mal mehr, mal weniger. Aber da kannst du auch nicht sagen, die haben jetzt eine Reihe von Spielen gewonnen. Ne? Ja. Da tut man sich schwer. Mhm. Und jetzt zu tippen ist es für mich unheimlich schwer, ich muss ganz ehrlich sagen, bei der Begegnung auch. Das ist jetzt für mich ein bisschen schwierig. Weiß ich nicht, kann ich jetzt auch nichts zu sagen, ich versuch's mal mit sowas. Gut, dann ziehe ich runter und sage 3, 2, 1, 2, 1. Ich gehe auf ein 2, 2 mal. Ja. Weiß nicht warum, aber ich versuche es damit. Keine Ahnung. Das ist wieder so ein Spiel, wo ich nicht weiß, wie ist die Mannschaft drauf, wie sind sie wieder. Läuft das wieder gut, läuft das nicht so gut? Ist schwierig. Das ist keine Konstanz. Das ist nicht das Konstante ist mal. Das ist der Gegner, da ja, deswegen. Aber beim nächsten Spiel ist es genau das gleiche. Das ist sowas auch wieder, ich kann ja gleich mal eine Begegnung nennen, das ist Bielefeld-Gladbach. Genau sowas. Gladbach im Moment schlecht.
Bielefeld, ja, mal gut, mal vor allem jetzt auch noch mit der großen durch. Nachricht, Max Eberl zurückgetreten. Ja, gut, da wird sich jetzt auch wieder was tun. Unsicher nicht, aber wieder ein bisschen aufgewühlt alles. Das läuft aber überhaupt nicht rund. Ja. Ich denke mal jetzt, dadurch, dass jetzt er zurückgetreten ist, vielleicht sogar noch etwas schlechter. Ich weiß es nicht. Ja. Dann auch schlechter geht aber nicht, oder? Ja, aber Bielefeld ist auch ein Gegner, wo ich nicht weiß. Keine Ahnung. Hüdel-Düdel machen da. Ja, keine Ahnung. Ich habe jetzt irgendwas getippt, was mir irgendwie in den Sinn kam. Ja, das ist Bielefeld. Bielefeld ist eine Mannschaft, die kann ich so schlecht einschätzen. Wo ja. Gladbach. Eigentlich konnte ich Gladbach immer gut einschätzen, kann ich aber auch nicht mehr mittlerweile. Nee. Das läuft ja gar nicht mehr. Also ich habe die so, oder wir beide haben die sehr stark am Anfang der Saison eingeschätzt. Dass man unter Hütter irgendwie da läuft gar nichts. Eine gewisse Entwicklung macht, dass da irgendwie was passiert. Gar nichts passiert. Ja. Irgendwie passiert da gar nichts von einer gewissen Entwicklung. Und deswegen verstehe ich ja auch, oder haben wir auch schon letzte Saison ja auch drüber geredet, deswegen haben wir auch diesen Schritt nicht verstanden. Ich wechsle zu Gladbach, um dort einen Verein zu entwickeln. Er hat mit Frankfurt da schon was entwickelt. Er hatte da Spieler, Transfer standen schon fest, für so gesehen Anfang der Saison. Ja. Da wurde ich letzte Saison, weiß ich noch, ausführlich auch immer in den Videos drüber gesprochen. Also haben wir viel drüber gesprochen. Ja. Und ich auch gesagt, ich meine, nichts gegen Hütter, der ist auch ein guter Trainer, aber ich habe auch gesagt, bei Gladbach, ich kann mir nicht vorstellen, dass es da so wirklich läuft. Ja. Und bis jetzt habe ich ja recht behalten. Es läuft nichts, es funktioniert einfach nicht. Ja, gut, jetzt muss ich trotzdem mal einen Tipp abgeben. Oh Mann, ey. Ja. Ich weiß es nicht. Also da muss es nicht, kann ich nicht sagen. Ich muss, oder? Ich muss, oder, ne? Bist du? Warte, jetzt muss ich eben überlegen. Ich, du, ich, du. Ja, du. Ich muss doch noch. Ja. Oder? Dann ziehen wir unter 3, 2, 1. 3, 1. Ich zieh 2, 2. Ich weiß nicht warum, ich weiß es nicht. Ich hätte mich schwer getan. Ich wollte erst auf Bielefeld setzen, weil ich gedacht habe, aber vielleicht duckeln sie sich da ein. Weißt du, nächste Begegnung ist auch wieder irgendwie so dieses gewisse Ding. Stuttgart gegen Frankfurt. Ja, das ist wieder. Bei Stuttgart ist das Problem, auch die haben wir etwas stärker eingeschätzt. Gut, das wird vielleicht auch mal natürlich, weil Spiele verliert, ist ja, eine das Sache. Passiert aber noch aber immer. Die haben zu viele Spiele meiner Meinung nach verloren. So, und bei Frankfurt ist es so, zuletzt haben Uwe und ich auf Frankfurt getippt gegen Bielefeld, haben da verloren. So, bei Frankfurt, die gewinnt zwar auch mal zwischendurch Spiele, aber da habe ich das Gefühl, das ist so wie mein Fluch damals mit Bremen. Wenn ich auf Bremen getippt habe, verlieren die und tippt man gegen sie, gewinnen die. Ich habe auch keine Ahnung, weil die kann ich auch nicht einschätzen mehr. Das ist alles dieses Hü und Hot im Moment. In der ersten Liga ist das ganz schlimm. Finde ich für mich jetzt ganz schlimm. Ja. Weil ich da auch nicht weiß, ich sehe nichts Konstantes mal. Außer vielleicht mal, wen nehmen wir da mal als konstant? Vielleicht Bayern nehmen wir mal. Bayern, die spielen halt relativ. Leverkusen würde ich auch sagen. Leverkusen unter anderem, aber Leverkusen spielt auch konstant im Moment. Ja, aber da weiß man auch nicht, wie lange hält das. Hält das jetzt? Was das jetzt? Im Moment spielen sie konstant, kann man jetzt sagen. Jetzt, gerade mal. Ja. Aber immer war das ja auch nicht der Fall. Aber so richtig konstant. Das ist bei keiner Mannschaft nur so richtig, außer vielleicht jetzt da. So, aber trotzdem muss ich jetzt ja tippen, ne? Ja, ich auch. Ich habe keine Ahnung. Ich tippe jetzt so. Da kann ich auch nichts. Ich tippe jetzt einfach. Keine Ahnung. Ich muss hier auch. Ja, genau. 3, 2, 1. 1, 2. 1, 2. Ja. Jo, 1, 2. Ja. Einfach so aus dem Bauch. Ja. Aber mehr kann man da auch nicht machen. Also, leistungstechnisch hin oder her, das kann man gar nicht. So, du darfst auf jeden Fall schon mal die nächste Begegnung ansagen und dann kann ich ja erst was sagen. Ja, genau, das mache ich auch mal. Ich sage die nächste Begegnung an, das ist Augsburg gegen Union Berlin. Ja, ist ein fester Tipp von mir. Ja. Warum auch immer ich Augsburg am Anfang der Saison genommen habe, kann ich mich gar nicht mehr dran erinnern. Ich habe aber getippt 1-3, also Augsburg 1, Union 3. Was tippst du? Ja, das ist kein schlechter Tipp. Also Augsburg im Moment ja nicht ganz so gut spielerisch, also oder spielt nicht ganz so gut. Verlieren eigentlich auch eher die Spieler alle. Und Union ist eigentlich relativ gut dabei, stehen ganz oben mit. Ja. Von daher, die haben einfach einen Lauf. Da würde ich jetzt auch mal ich will auch auf Union gehen. Und die Frage ist, wie hoch gehe ich da ran? Also, dass dann einige Tore fallen könnten, glaube ich schon. Ich mache mal 0-3 kommen. 0-3. Das ist, mir fällt mir schon etwas einfacher oder leichter da jetzt mal was zu sagen.
Dann darf ich das Top-Spiel ansagen. Das heißt es jetzt eigentlich Tipico oder B-Win? Ich muss ja jetzt mal drauf achten, wenn das Top-Spiel beginnt. Ich weiß es gar nicht mehr. Bayern gegen Leipzig. War auch schon ja im Hinspiel so. Das Top-Spiel, da hat Leipzig zu Hause gespielt und 1-4 gegen Bayern verloren. Jetzt spielt Bayern zu Hause. Ja, die Frage stellt sich. Aber Leipzig spielt jetzt auch im Moment auch besser. Also durch den Trainerwechsel, das hat schon was geholfen. Aber Bayern ist, wie gesagt, ja nur ein ganz anderer Gegner schon wieder. Ne? Da muss man halt gucken. Kann man schwer sagen, aber... Mein erster Instinkt war das. Ich schreibe mal meinen zweiten Instinkt in Klammern klein darum. Ich habe meinen Tipp auch gemacht, also von daher. Das unterzählt nicht, das war nur mein zweiter Instinkt. Okay. Gut, dann sehe ich runter und sage 3, 2, 1, 3, 1. 3, 2. Und in Klammern steht bei mir 2-0. Okay, auch das ist möglich. Möglich ist alles, sage ich auch immer wieder. Alles ist möglich im Fußball. 16. Man sieht es tagtäglich oder jedes Wochenende. Das andere Spiel, was jetzt kommt, was Uwe ansagt, hätte ich mir irgendwie gerne als Top-Spiel gewünscht. Ja, das wäre ja vielleicht auch ganz gut gepasst. Und zwar ist das Dortmund gegen Leverkusen. Ja, das ist natürlich eine gute Sache. Dortmund leider, also ich drücke es jetzt mal so aus, leider in der Hinrunde gewonnen. Man sieht das ja, 4-3. Ja, Leverkusen hat 3-1, wenn ich mich nicht irre, geführt zur Halbzeit. Und dann kam ja wieder diese berüchtigte Zweiteilzeit, wie immer bei Dortmund. Ja. Mit dieser 1-Elfmeter-Entscheidung, ich glaube, daran erinnere ich mich. Das ist aber ein paar kuriose Sachen, sind immer beim Fußball mittlerweile dabei. Ist halt ein bisschen blöd. Ne? Mhm. Ja, trotz alledem, aber ich glaube, jetzt ist Leverkusen doch ein bisschen besser drin in der Spur. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass sie, wenn sie führen, dass sie sich das nochmal leben lassen. Glaube ich nicht. Außerdem gönne ich Dortmund das Moment auch nicht so richtig weit. Ja. Ich tippe das mal. Ich versuche es hiermit. So. Ja, komm, klasse. 3, 2, 1. Ich hab 3-3. 2-3. Ja. Ich sag auf den 2-3. Ich geh mal auf Leverkusen jetzt, Leute. Ich versuch's damit mal. Und Dortmund hat uns viel vergeigt. Ja. Ich muss auch mal wieder auf den Sack spielen. Ist mir egal. Und dann gehen wir auf die letzte Begegnung, die da heißt Wolfsburg gegen Fürth. Oh, ja. Tja. Also, wenn wir die letzten 5 Spiele betrachten und wer von der Form her besser ist, ist es Fürth. Ja, klar. Die Frage ist natürlich, und da muss man auch sagen, Hochmut kommt vor dem Fall. Wenn man jetzt dieses Interview und diese Pressekonferenz von Kohfeldt gesehen hat von Wolfsburg, also ganz im Ernst, und er dann so sagt, wir werden gegen Fürth sicher gewinnen, das war mir ein bisschen zu... Das sind... wie heißt das nochmal? Ich komme gerade nicht auf dieses eine spezielle Wort. Also, ja, aber das du ist... Du weißt ja, was ich meine. Ich komme dieser größte... Diese Größenwahn. Man kann viel reden, man kann viel sagen, aber man muss natürlich auch, wenn man viel redet und viel rauslässt, dann muss man auch dementsprechend Leistung bringen, um es umsetzen können. Und das macht Wolfsburg im Moment der Null. Da bringt mir das nichts. Ich kann mich auch in einer Pressekonferenz hinsetzen und groß reden, schwingen, aber ich muss das, was ich da rede, muss ich dann vielleicht auch mal umsetzen in der Mannschaft. Und das scheint ja überhaupt nicht zu fruchten. Es hat 3 Spiele gefruchtet, da war es das. Mhm. Ja, das war vorbei, das war das nach 3 schon. Manche haben ja wenigstens noch mehr, einige Spiele mehr dabei, oder zwischendurch wird es mal besser, aber irgendwie wird es ja auch nichts. Nö. Also ist das immer ein Zeichen für mich, dass du dann einen von Latz kriegst. Ja. Aber jetzt muss man mal gucken, wie tippe ich denn jetzt? Ja, ich habe jetzt so getippt. Ach komm, ich tippe jetzt mal was ganz anderes. So, das tippe ich jetzt. Aus Frust tippe ich das. So. Na dann, dann haben wir unterschiedlich. Ja, okay. Ja doch, ich muss. 3, 2, 1, 1, 1. 1-2. Ja, und das einfach nur aus dem einzelnen Grunde, weil wenn man dann nur so groß rumtönt, dann ist es meistens... War aber auch mein zweiter Gedanke. Weil dann nämlich das gerade alles siehst du wirklich sauber gut durchläuft. Ja. Man sollte nie solche Sprüche raushauen. Nee. Es sei denn, man ist dementsprechend gut drauf. Richtig. Man spielt auch wirklich gut und hat viele Spiele ineinander gewonnen. Unentschieden gewonnen, dann kann man mal ein Spiel zwischen den Sachen sagen. Dann kann man auch mal einen raushauen. Genau. Aber nicht, wenn ich die Leistung... Genau. Wenn ich... Fass mir doch mal... Das ist doch gar nicht. Nee. Ja, jetzt gegen Mainz letztes. Also, das geht ja nicht, das ja auch. Dann fassen wir nochmal zusammen. Hertha Bochum 2-2, Mainz Hoffenheim 1-1, Köln Freiburg 2-1, Bielefeld Gladbach 3-1, Stuttgart Frankfurt 1-2, Augsburg 1-3, Bayern Leipzig 3-1, Dortmund Leverkusen 3-3, Wolfsburg führt 1-1. Ich habe kein Spiel zu 0 getippt, 2. Ja, das ist interessant. Ach, das muss auch mal sein.
einer war gefestert. Gut, davon ging er mit Hertha Bochum 1-2, Mainz Hoffenheim 3-0, Köln Freiburg 2-2, Bielefeld Gladbach 2-2. Dann habe ich Stuttgart Frankfurt 1-2. Dann hätte ich Augsburg Union 0-3, Bayern Leipzig 3-2, Dortmund Leverkusen 2-3, Wolfsburg Fürth 1-2. Meine Lieben, das sind unsere Tipps. Was sind eure Tipps? Schreibt es unten in die Kommentare. Ich bin sehr gespannt, wie ihr macht, was ihr tippt. Wir sehen uns dann nächste Woche. Mir fällt gerade ein, am Anfang des Videos wollte ich sagen, wie der Punkt bestimmt ist. Ganz ehrlich, wartet noch eine Woche und dann geht es immer durch. Ich weiß es tatsächlich selbst gerade nicht. Ich glaube, ich habe den letzten Spieler noch gar nicht aufgeklärt, glaube ich. Deswegen, aber wir sehen uns dann nächste Woche wieder und wir sehen uns auch schon bald, dass wir den jetzt schon aufnehmen, zur Champions League-Prognose. Von daher, freut euch da auch drauf, von daher bleibt ihr mir noch oder uns noch an dieser Stelle zu sagen. Ciao, liebe Top-Familie und Top-Freunde, bis zum nächsten Mal rein. Und tschüss.